Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV mit Machinarium. Mit entschärfter Bombe mittlerweile und ich weiß nicht, wohin das führt, aber vielleicht führt es mich zum Ende des Spiels. Ah, ein böses Oberbrain. Ja. Sieht so aus, als wenn es ein bisschen aufs Ende zugehen würde, finde ich. Das ist quasi das, was passiert ist, ganz am Anfang, wieso ich hier bin. Wir haben hier geputzt bei diesem Wesen, was auch immer es sein mag. Oh mein Gott. Was soll ich tun? Ich kann das wie an einer Kette da durchziehen, oder was? Ich kann aber immer nur den Anfang und das Ende packen. Und das Ziel ist genau welches? Soll das ein geschlossener Kreis werden, oder? Sowas zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich weiß es jetzt nicht. Ich gehe erstmal weiter. Okay. Muss man auch wiederum irgendwas einstellen? Das war der Sender gerade. Der Mucke-Sender. Auch cool. Weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Zumindest erstmal nicht. So viel. Erinnert mich so ein bisschen an Matrix gerade. Sieben null eins null acht.
Damit muss ich wahrscheinlich jetzt abhauen mit dem Teil. Damit kann ich irgendwann wahrscheinlich irgendwas machen, aber im Moment noch nicht. Da gibt's nix. Und das hier ist... Das soll eine Leiter sein, oder was? Oh. 7-0-1-0-8. Hatte das was mit dem Radio vielleicht zu tun? Wenn ich jetzt hier auf 1-0-8 mache, ja, auf 7-0. Das ist die Melodie. Das will ich mal ausprobieren. Das ist ja völlig anders gestimmt. Da müsste... klingt es irgendwie so, als wenn da was fehlen würde. Nee, das am Ende ist noch falsch. Ah, ups. Nee, der stimmt aber auch nicht. Da muss dann der Höchste kommen. Das klingt schon gar nicht so falsch. Oder war es dann vielleicht wirklich... Okay, ich muss nochmal reinhören. Ich hab's nicht mehr im Ohr. Warst du eigentlich? Also es endet so wie der zweite und dritte Ton. Also der zweite und dritte Ton kommen am Ende nochmal. Oder ist vielleicht. Oder fängt es vielleicht einfach so anders an? Also. So auch nicht? Das müsste schon mal stimmen. Und dann? Stimmt leider nicht.
Nee. Das klingt für mich richtig. Nee. Shit. Nochmal anhören. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Vielleicht ist es auch so, dass ich irgendwie. Ja, ich muss bestimmt. Ach, das ist bestimmt. Die Maschine, die ist bestimmt hier außen an das Ding angeschlossen. Und die funktioniert nur, wenn das Teil funktioniert, wahrscheinlich. Und um das Teil zum Funktionieren zu kriegen. Muss man genau was tun? Das ist ja die Frage. Ach, die grüne Kette muss ins Grüne. Okay, okay, jetzt verstehe ich. Die grüne Kette muss ins Grüne. Natürlich, ist doch vollkommen. Ist doch auch klar. Man kann ja auch einfach so blöd nicht sein. Hier hat es sich schon mal erledigt. Aber guck mal, die Kette kann sich doch ganz gut dahin verziehen eigentlich. Jetzt kann sie nicht. Die Kette muss erstmal wieder hier raus. Ich kann ja gar nichts machen so. Was soll ich denn tun, wenn die Kette hier nicht raus kann? Mein Gott, kann man das irgendwie wieder zurücksetzen oder so? Das habe ich ja voll verbockt. Also naja, wenn man es verbocken könnte, dann könnte man es wahrscheinlich auch zurücksetzen. Nein. Das ist doch scheiße. Kann mir mal einer erklären? Ha! Dann habe ich die da drin. Ey. Im Ernst jetzt? Das ist voll übel. Ich krieg hier nichts gebacken so. Also ich krieg die Kette auf jeden Fall nicht darum. Ich muss sie hier rum oder darum kriegen. Wenn ich es jetzt zum Beispiel hier reinmache, dann ist ja hier Schluss jetzt. Hat sich da nichts mehr. Kann ich auch nichts mehr machen. Ah! Wenn ich die jetzt aber da mit rein. Nein, die geht ja gar nicht damit rein. Scheiße.
Ich dachte, ich könnte jetzt die vielleicht damit reinfädeln. Aber das funktioniert ja leider nicht. Nee, da wollte ich doch eigentlich hin. Das ist doch gar nicht so blöd, wenn ich da. Scheiße, ich müsste da noch einen weiter. Super. Bin ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Die kenne ich. Aber wenn ich jetzt aber und jetzt aufgepasst. So. Das bringt mir auch gar nichts. Ich könnte mich komplett einbauen. Ist auch geil. Das ist ja. Oh, ist das ein Geduldsrätsel, ey. Ah, kostet das Geduld. Eieieiei. So ein richtiges asoziales, sag ich jetzt einfach mal ganz provokant, Geduldsrätsel. Ist das nervig. Ganz im Ernst, ich mache doch das Gleiche die ganze Zeit hier und komme nicht voran. Das kann doch nicht im Ernst. Sowas ist ja nichts für mich, ey. Und so richtig Millimeter. Und dann auch immer so diese kleinen Millimeterbewegungen am Stick. Das macht mich ja nervös. Das macht mich nervös. Ich muss das schaffen jetzt. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Da unten komme ich doch sowieso nicht durch. Was mache ich mir? Gebe ich mir also überhaupt Mühe hier? Ich könnte den wieder hier oben einfädeln. Mir halt gar nichts, aber ich kann es tun. Ach, wisst ihr was? Das nutzt mir doch nichts so.
kann doch nur die Enten bewegen. Ey, ganz im Ernst. What am I supposed to do? Nein, zu weit. Zu wenig. Oh, ey. Also, wenn das mal nicht nervig ist, mit dem Stick zu machen, weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Alter. Alter Verwalter. Tja. Naja, ich glaube, ich gehe nach Hause. Skulptur kaputt. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Habe ich gerade irgendwie Perlen getauscht? Nee. Wie ging das denn? Ich habe gerade irgendwie. Habe ich da was bewegt? Ich habe es einfach nur. Ja. Ich krieg schon langsam hier Halluzinationen, wie wenn man so eine Oase sieht. So ist das bei mir momentan. Nee, also wenn es nicht geht, dann sagt's einfach. So, dann mach ich hier unten weiter. Ach, das ist ja noch. Oh. Gott. Nee, komm. Also die lange Kette muss ja da oben rum gehen. Es geht ja nicht anders. Und die grüne muss entweder hier durch oder da durch. Ich könnte halt auch versuchen, die lange da drüben lang zu wickeln irgendwie. Aber das geht ja auch nicht. Das ist also ganz hervorragend. Und dann bewegt man auch den Stick so einen Millimeter und rückt immer gleich irgendwie vier Teile von den Dingern vor. Das ist aber, sieht gerade gar nicht so blöd aus. Also ich könnte jetzt entweder hier rum, was aber dann nicht geht, oder ich könnte es andersrum versuchen, nämlich darum. Ey, wisst ihr was? Es geht ja wieder trotzdem nicht, ne? Ja! Nein. Geht nicht. Scheiße. Ach, ich kann. Ich muss lachen fast nur noch. Ich kann fast nur noch lachen. Aber eigentlich kann ich auch. Nee, dann verstopfe ich ja alles, wenn ich jetzt den hier rumziehe. Dann. Das ist doch dann völlig scheiße. Jetzt habe ich die eine Kette da reingenudelt, aber mir den Durchgang jetzt komplett versperrt. Ja, nee, es geht nicht. So, nach da. Ah, jetzt geht ja nichts mehr. Ja, scheiße. Thank you.
Let's Play einfach nur noch überstehen. Das muss einen doch wahnsinnig machen. Kann man einfach so weitermachen und noch eine Chance warten. Aber da wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Allenfalls schleife ich das jetzt einmal wieder komplett bis da unten durch. Es gibt auch keinen Rückgängig-Knopf, das nervt mich total. Jetzt habe ich es wieder genau dahin geschliffen. Wisst ihr was? Ey, ich gucke mir jetzt die Lösung an. Ich bin so dünnhäutig gerade. Ich habe gerade keine Geduld für dieses Rätsel. Überhaupt keine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Irgendwie ist mir das gerade echt zu nervig mit diesen kleinen Mini-Bewegungen, diese Kettchen da durchnudeln. Nee. Also, nee. 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 Tut mir leid, aber nee. Man muss auch wissen, wann genug ist, ne? Guck's mir auch nur bis dahin an. Hä? Also. Okay. Ja, ich kann mir einfach mal. Also da macht er es auf. Das ist für das obere und das ist für das untere die Lösung. Ich guck mir jetzt erstmal nur das obere an. Das goldene Kettchen muss da so, dann wird es hier hochgezogen. Und wieder dazu so einem umgedrehten S runtergezogen. Während das lange Kettchen oben durchgezogen wird. Es war vorhin schon gar nicht so falsch, was ich gemacht habe. Es war gar nicht so falsch. Ich probiere es nochmal jetzt. Jetzt habe ich wieder einen neuen Mut gewonnen. Dass es vielleicht doch tatsächlich irgendwie funktionieren könnte. Ich bin ja jetzt auch relativ. Upsala. Nee, so geht's ja gar nicht. Ich muss ja das anders machen. So nämlich. Jetzt? So. Genau, und jetzt muss ich das hier durchziehen. So. Aber wie kam ich jetzt nochmal an dem vorbei? War nicht diese lange Kette, war doch da oben dann eingefädelt. Aber wie soll ich denn da jetzt noch hinkommen? Achso, da muss ich dann hier wahrscheinlich mit rein. So.
So, genau. Nein. Alter. Oh, Mann. Entschuldige mich, ich bin richtig genervt, ey. Richtig, richtig genervt. Ging's so? Nee, ne? Kein Stück. Wisst ihr was? Es schickt mir doch auch. So. Hier. Pass auf. Das hatte ich schon. Das hatte ich auch schon. Da eingefädelt und das da unten drin. Das hatte ich noch nicht. Also das muss zu so einem C. Und dann muss es da unten da oben reingefädelt werden. Das sollte ja jetzt eigentlich, sollte man meinen, nicht das Problem sein. Alter, wenn denn mal einfach mal diese Steuerung funktionieren würde. Nee, ist doch richtig. Ich mach's doch richtig. Stefan, beruhig dich doch mal. Ist doch alles gut. So. Das ist doch gar nicht doof. Schau, ganz einfach. Das ist doch einfach. Hätte ich allein geschafft. Ist gar kein Problem. Voll einfach, ey. Voll einfach. Ah. Oh, schon was. Ah. Ah. Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da habe ich ja jetzt schon keine Lust drauf. Das sieht so aus, als ob diese zwei Dinger irgendwie da in die Ecke gehören. Alter, nicht im Ernst. Ne, okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, wenn es das jetzt gewesen wäre, da hätte ich aber schallend gelacht. Schallend hätte ich dann gelacht. Okay, da fehlt eins. Das heißt also, das Lila müsste eigentlich eher da unten rein. Das hat mich eingebaut. Shit. Shit. Ist auch geil, ne? So. Ist geil. Komplett verkackt. Nee. Jetzt, nee. Wie jetzt? So. Nee. Stopp. Zurück. Nee, das geht ja auch nicht. Muss ja irgendwie so.
Sollte das klappen? Alter. Ey, die Steuerung macht mich ja fix und fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Fick und fertig. Warum, und das ist jetzt die Frage der Stunde, warum muss ich dieses Let's Play hier machen? Der Blaue muss da oben hin abbiegen. Ah, das bringt ja gar nichts. Bringt ja nichts. Bringt ja doch alles nichts. Es nutzt ja nichts. Vielleicht muss der wieder da hinten durch. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn der wieder nach da hinten rein muss quasi. Und der Blaue da vorne rein, das ginge doch gleich auch. Oh, Kinder. Ey, jetzt kann ich das grüne Ding gar nicht mehr bewegen. Puh, tja. Wie kriege ich das denn jetzt überhaupt wieder? Es geht gar nicht, solange das da drin ist. So. Sieht erstmal gar nicht so übel aus, was ich tue. Nein. Aber in die andere Richtung geht's auch nicht. Nee, nee, nee. Was sag ich dazu nur? Ah, so, jetzt quetsche ich den Blauen da hinten in die Ecke. Vielleicht geht das. So. Irgendwie. Nein. Ey, man lenkt auch so oft versehentlich in die falsche Richtung. Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, das ist eigentlich auch nicht gut. Also, das ist wirklich nicht cool. Auch, oder man macht versehentlich, geht man einfach zwei Schritte an. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Tu es. Nein, in die falsche Richtung gegangen. Ah. Und schon wieder zwei zu viel. Aber tu es. Nein. Bin ich fast wieder da, wo ich angefangen habe. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ganz ehrlich, ich. Nee. Nee. Ich brauche die Lösung. Ich werde sonst wahnsinnig. Das nervt mich ja sowas von. Also darf. Die ziehen ganz am Anfang. Nee. Schon. Den kleinen Wosch, die nach rechts rüber. Und der kleine Wosch, die muss die ganze Zeit rechts in der Ecke bleiben. Dann kann ich jetzt mal als allererstes mal den kleinen Wosch, die nach rechts manövrieren wieder. Alter! Das ist völlig unkontrollierbar, das Vieh. Ey, ich mach eine kleine. Echt. Also, nee. Also, dafür gibt's Punkteabzug. Dafür gibt's Punkteabzug.
Nach rechts. So. So, da muss der Bosch die hin. Damit wir das schon mal jetzt hier klar gemacht haben. So. Und jetzt? Und jetzt ist der Bosch die da. Jetzt kommt der Grüne da hoch. Wieso machen die denn den da runter? Ach, der startet da. Okay. Der Lange kommt da rein, der Blaue kommt da rein. Dann kommt der Grüne da hoch. Und wie kommt der denn jetzt auf einmal nach da unten? Also das Bild muss ich jetzt erstmal hinkriegen. Der Grüne nach unten links in die Ecke, der Blaue oben rein und das Ding zu so einem U. Ja, ist ja gar nicht schwer. Hauptsache direkt erstmal ausgerastet. Ah, ich bin bescheuert, entschuldigt. Ich bin bescheuert. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe weder Alkohol getrunken, noch ist es spät. Ich bin einfach nur blöd. Das ist also... So ist das also. Jetzt kommt der da hoch. Also es sieht jetzt auf dem Bild nicht so schwer aus. Ich habe es mir jetzt nicht genau eingeprägt, aber... Der ist da jetzt zu einem U. Jetzt kann ich den dann da reinschlängeln, den da hoch. Dann kann ich den wieder da runterschlängeln, den blauen wieder da rein. Und dann bin ich durch. Es ist erbärmlich, dass ich sowas nicht... Naja, aber was willst du machen? Das ist auch einfach schwer. Jetzt muss aber doch... Alter! Ey! Muss ich hier erst ausrasten, oder was? Muss ich wirklich? Ich verstehe es nicht. Nee. So. So. Und dann... Ja. Ja. Ist doch kein Problem, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Meckert hier eine Stunde lang rum. Kann man ganz einfach machen. So, ich brauche eine Pause. Bis nächstes Mal.